Ein Kölschvertreter, ein Altbiervertreter und ein Pilzvertreter treffen sich nach einem harten Arbeitstag in der Kneipe. Der Kölschvertreter bestellt sich ein kühles Domkölsch. Der Altbiermensch irgendein fieses Düsseldorfer Gesöff, sprich alt. Und der Pilzvertreter lediglich ein Wasser. Fragen die anderen beiden, warum er denn nicht sein Bier bestellt, daraufhin dieser: Wenn ihr kein Bier trinkt, trinke ich auch keins. Zwei Jockeys unterhalten sich an der Theke. Sagt der eine: Wie ernährst du denn dein Pferd? Sagt der andere: Mit Hof und Bier. Schon mal was gewonnen? Nee, aber mein Pferd ist immer bestens drauf. Bob sitzt alleine in der Kneipe und besäuft sich. Kurz vor Sperrstunde verabschiedet er sich vom Kellner und will heim. Er probiert aufzustehen, aber fällt sofort auf den Boden. Oh weh, so kann ich mich nicht bei meiner Frau blicken lassen. Ich hätte mir wieder ein riesiges Standpauk, wenn ich so besoffen heimkomme. Mach mir mal bitte einen Kaffee. Minuten später hat Bob seinen Kaffee getrunken und fühlt sich auch gleich viel besser. Er will aufstehen, fällt aber, noch dem Bier verfallen, sofort wieder auf den kalten Boden. Wirt, ich brauche eine ganze Kanne. Die Frau bringt mich um. Einige Zeit später hat er die ganze Kanne getrunken und fühlt sich auch gleich viel besser. Also jetzt müsste es gehen, sagte er und fiel auf den Boden. Tja, da hilft alles nix. Da muss ich halt heimkriechen. Am nächsten Morgen wacht Bob auf, seine Frau schaut ihn fragend an und sagt: Bob, gestern musst du ja wieder ganz schön besoffen gewesen sein. Bob erwidert: Woher willst du das wissen? Deine Kumpels aus der Kneipe haben vorhin angerufen. Du hast den Rollstuhl vergessen. Zwei Betrunkene verlassen ein Lokal. Sie beginnen zu diskutieren, welche Farbe der Mond hat. Der eine meint grün, der andere sagt, er wäre blau. Nach einer Weile sagt der eine: Weißt du was? Fragen wir doch den Polizisten da vorne, der wird wissen. Gesagt, getan. Sie gehen zum Polizisten und fragen ihn: Herr Wachtmeister, welche Farbe hat der Mond? Grün oder blau? Der Wachtmeister dreht sich um und antwortet: Ja, welchen Mond meint ihr denn? Den rechten oder den linken? Der größte Feind des Menschen wohl, das ist und bleibt der Alkohol. Doch in der Bibel steht geschrieben, du sollst auch deine Feinde lieben. Hänschen sitzt bei seinen Hausaufgaben. Du Papa, was ist das für ein Satz? Es ist kein Bier im Haus. Hört der Vater auf. Das ist kein Satz, das ist eine Katastrophe. Diener Berthold öffnet dem alten, schwerhörigen Grafen die Tür und murmelt: Na Alter, wieder im Wirtshaus gewesen und Bier gesoffen? Nein, Berthold, in der Stadt gewesen und ein Hörgerät gekauft. Ein Philosophieprofessor stand vor seinen Studenten und hatte ein paar Dinge vor sich liegen. Als der Unterricht begann, nahm er ein großes, leeres Mayonnaiseglas, füllte es bis zum Rand mit großen Steinen. Anschließend fragte er seine Studenten, ob das Glas voll sei. Sie stimmten ihm zu. Der Professor nahm eine Schachtel mit Kieselsteinen und schüttete sie in das Glas und schüttelte es leicht. Die Kieselsteine rollten natürlich in die Zwischenräume der größeren Steine. Dann fragte er seine Studenten erneut, ob das Glas jetzt voll sei. Sie stimmten wieder zu und lachten. Der Professor seinerseits nahm eine Schachtel mit Sand und schüttete ihn in das Glas. Natürlich füllte der Sand die letzten Zwischenräume im Glas aus. Nun, sagte der Professor zu seinen Studenten: Ich möchte, dass Sie erkennen, dass dieses Glas wie Ihr Leben ist. Die Steine sind die wichtigen Dinge im Leben. Ihre Familie, Ihr Partner, Ihre Gesundheit, Ihre Kinder. Dinge, die, wenn alles andere wegfiele und nur Sie übrig blieben, Ihr Leben immer noch erfüllen würde. Die Kieselsteine sind andere, weniger wichtige Dinge, wie zum Beispiel ihre Arbeit, ihre Wohnung, ihr Haus oder ihr Auto. Der Sand symbolisiert die ganz kleinen Dinge im Leben. Wenn Sie den Sand zuerst in das Glas füllen, bleibt kein Raum für die Kieselsteine oder die großen Steine. So ist es auch in Ihrem Leben. Wenn Sie all Ihre Energie für die kleinen Dinge in Ihrem Leben aufwenden, haben Sie für die großen keine mehr. Achten Sie auf die wichtigen Dinge, nehmen Sie sich Zeit für Ihre Kinder oder Ihren Partner. Achten Sie auf Ihre Gesundheit. Es wird noch genug Zeit für Arbeit, Haushalt, Partys und so weiter da sein. Achten Sie zuerst auf die großen Steine. Sie sind es, die wirklich zählen. Der Rest ist nur Sand.
Nach dem Unterricht nahm einer der Studenten das Glas mit den großen Steinen, den Kieseln und dem Sand, bei dem mittlerweile sogar der Professor zustimmte, dass es voll war, und schüttete ein Glas Bier hinein. Das Bier füllte den noch verbleibenden Raum im Glas aus, dann war es wirklich voll. Die Moral von der Geschichte: Egal wie erfüllt ihr Leben ist, es ist immer noch Platz für ein Bier. Wir setzen uns abends hin und qualmen uns die Birne mit Gras zu, soweit ganz normal. Dann kam uns die geniale Idee, doch noch eine Runde per Auto um den Block zu fahren. Als wir einen Kreisverkehr erreichten und da ein, zwei Runden im Kreis gefahren waren, da kam uns die zündende Idee. Hey, lass uns doch mal rückwärts durch den Kreisverkehr fahren. Das ist bestimmt lustig. Soweit, so gut. Und weil es Gott nicht anders wollte, kam uns beim Rückwärtsfahren natürlich ein Auto entgegen und fuhr uns in den Kofferraum, beziehungsweise wir ihm gegen die Motorhaube. Wir sitzen also in der Karre und kriegen die volle Bullenpanik nach dem Motto: Jetzt ist alles aus. Und als die Polizei eintrifft, können wir unser Pech immer noch nicht fassen. Durch einen gegenseitigen roter Augencheck nach dem Motto: Ja, wir haben gerade 3G Marok geraucht, sieht man uns das etwa an? Haben wir uns bei der Wartezeit auch nicht gerade Mut gemacht. Wir beobachteten im Rückspiegel, wie zwei Bullen lange mit dem Fahrer des hinteren Wagens reden. Dann kommt der Polizist nach vorne, wir kurz vorm Durchdrehen. Wir kurbeln das Fenster runter, der Bulle glotzt uns an und sagt: Jungs, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Der Typ hinter euch hat fast 2 Promille und behauptet, ihr werdet rückwärts durch den Kreisverkehr gefahren. Immer wieder diese scheiß Alkoholiker. Letztes Wochenende haben wir mit ein paar Freunden über Bier diskutiert. Einer sagte dann plötzlich, dass Bier weibliche Hormone enthält. Nachdem wir ihn wegen seiner dummen Bemerkung ein wenig aufs Korn genommen haben, beschlossen wir, die Sache wissenschaftlich zu überprüfen. So hat jeder von uns rein für die Wissenschaft 10 Bier getrunken. Am Ende dieser 10 Runden haben wir dann Folgendes festgestellt. Erstens, wir hatten zugenommen. Zweitens, wir redeten eine Menge, ohne dabei etwas zu sagen. Drittens, wir hatten Probleme beim Fahren. Viertens, es war uns unmöglich, auch nur im Entferntesten logisch zu denken. Fünftens, es gelang uns nicht zuzugeben, wenn wir im Unrecht waren, auch wenn es noch so eindeutig schien. Sechstens, jeder von uns glaubte, er wäre der Mittelpunkt des Universums. Siebtens, wir hatten Kopfschmerzen und keine Lust auf Sex. Achtens, unsere Emotionen waren schwer kontrollierbar. Neuntens, wir hielten uns gegenseitig an den Händen. Zehntens, und zur Krönung, wir mussten alle 10 Minuten auf die Toilette, und zwar alle gleichzeitig. Weitere Erläuterungen sind wohl überflüssig. Bier enthält weibliche Hormone.